Geboren wurde Johnny Holiday in Paris. Der belgische Vater sagte der französischen Mutter alsbald Adieu. Und Johnny wuchs bei seiner Tante auf, einer Tänzerin und Model, die den Jungen im Alter von 4 Jahren mit auf Tournee nahm. J'ai été élevé par la sœur de mon père, qui était danseuse et qui m'a amené dès que j'avais 4 ans en tournée partout dans le monde entier. Johnny lebte mal in England, mal in Genf, wo er Unterricht an der klassischen Gitarre nahm. Doch dann kam ein gewisser Elvis Presley. Und der brave Schüler griff lieber zur Elektrogitarre. Un jour j'ai écouté Elvis Presley, donc j'ai mal tourné. Vers les guitares électriques. Wie viele seiner Generation zog ihn der Rock'n'Roll magisch an. Doch im Chanson geprägten Frankreich war Johnny Holiday zunächst ein Fremdkörper, ein Störenfried, der die Jugend aufstachelte. Die seriösen Zeitungen schrieben ihn nieder, doch die französische Jugend vergötterte ihn. Die Jugendmusiksendung Salut les Copains war sein großer Rückhalt. Johnny Holiday, das Symbol der Generation Yeah Yeah, der ersten echten Jugendbewegung in Frankreich. Die Songs waren allemal englische Hits, die Johnny auf Französisch sang. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Auf dem Höhepunkt seiner Jugendkarriere musste Johnny Holiday 1964 zum Militär. Wie sein Vorbild Elvis Presley wurde er, der Rebell an der Gitarre, in seiner Heimat aus dem Verkehr gezogen und nach Offenburg geschickt. Johnny Holiday singt sogar auf Deutsch. Mein Baby hält zu mir und sie glaubt es nie. Wenn man ihr sagt, ein Boy wie ich wäre niemals was für sie. Ob Rock'n'Roll, Twist oder Beat, Johnny Holiday war wie ein musikalisches Chamäleon. Mal Hippie, mal Protestsänger, dann Stadionrocker. Insgesamt nahm er mehr als 1400 Songs in verschiedenen Sprachen auf. Johnny übersteht alle Phasen des schnelllebigen Musikgeschäfts wie ein unerschütterlicher Fels in der Brandung. Nummer